Hey ho, hier ist euer Bisipion. Heute nicht bei mir zu Hause, sondern bei den lieben Dabon. Hi, guten Tag. Machen wir heute ein Opening. Und zwar einmal die Katapultra Primus Box öffnen wir und einmal die Sashian Pin Kollektion, Deluxe Pin Kollektion. Genau, mit einem sehr schönen Pin und auch einer sehr schönen Promokarte. Und hier haben wir vier Celebration Packs. Dann haben wir einmal Kampfstilo und einmal Farmshock. Also insgesamt sechs Packs. Dann haben wir hier bei dieser Primus Katapultra Box haben wir zwei Celebration, ein Farmshock, dann eine wunderschöne Promo, ein Coin. Und das Besondere bei dieser Collection ist halt, wir haben noch einen Sammelordner und eine Jumbo-Karte. Ich Die glaube, Jumbo-Karte, das ist das das. Entscheidende. Genau, die Jumbo-Karte ist das Entscheidende. Und ja, insgesamt haben wir 16 Celebration Packs, die wir heute öffnen. Also wir haben insgesamt dreimal Sashian, die Boxen Sashian und zweimal die Primus Collection. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal eine, damit ihr seht, wie das aussieht. Würdest du übernehmen? Kann ich Oder? machen? Ja, genau. Gehen Öffnen wir wir mal weg mal. hier. Wo sind die überhaupt zugeklebt? An der Seite, so wie immer, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen gar Ach so. Klebeband. Die sind einfach nur Ah ja, zack und wunderbar. war schon. So, Also machen wir ich mal richtig ziehe. rum, machen wir Ja. richtig rum. Du Du, ziehst. oder nee, du ziehst. Ach, keine Ahnung, Du du. ziehst, ich halte. Oh, warte, was Hier ist haben wir das noch einen denn? Was lustigen ist das Flyer denn? mit drin. Was ist das hier? Pokémon Level X-Karten. Okay. Okay, ist gut. Wir haben hier noch so eine Erklärung, was Pokémon Level X-Karten sind. Sehr interessant. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Ach, wirklich? Die sind schon so lange im Umlauf. Und hier haben wir wieder so viel Plastik. Oh, ich kann es nicht ab. So viel Plastik. Aber was schön Ist das ist, Einzige, was mich wirklich nervt. was schön ist, hier auch mit den 25 Jahre Jubiläumsstempel. Super cool, finde ich. Haben sie ganz geil gemacht und es ist auch made in den USA und nicht made in China. Aber trotzdem, Plastik bleibt Trotzdem Plastik. Plastik. So, ich werde erstmal hier diesen Coin rauslösen. Ganz gerne, kannst du gerne auch mit einer Kamera mal zeigen. Wir sehen ihn hier, hinten hat er so zwei Pins, also kann man sie auch anheften, wenn man Bock hat, oder per Magnet. Sehr cool. Sehr cool. Und was das geil ist, ich wusste selber nicht, der liebe Kollege hat mich darauf hingewiesen, man kann hier so drehen und dann wird das ein fliegendes Pikachu. Und da muss ich an der Stelle ein ganz großes Lob Ganz geil. aussprechen, weil so ein liebevolles Detail sich zu überlegen für einen Da vor Pin, allem, wir kriegen aus Hammer. Surfer Pikachu Ballon Pikachu. Ja, Das ist echt geil. fliegendes Pikachu, ja, super geil. Also, ich könnte da schon lang dran Ja, ich kann rumspielen. es Ich aber auch muss ganz ehrlich verstehen. sagen, also, Also es ist eine sehr, ist sehr für mich schöne. das Highlight der Box. Die Sehr Booster sind mir schön. schon mittlerweile egal. Das glaube ich nicht, aber okay. Also wie gesagt, wir haben hier einmal Kampfstile, einmal Farmshock und vier Celebration. Und dann haben wir hier noch die schöne, oh ja, okay, die Die schöne kannst du gleich einfach auskippen. Promo. Ich nehme mal das Passe und Jetzt weg sehen wir damit. uns mal die Condition an. Oh, Centering sieht gut aus. Leider Silvering ist hier an der Ecke ziemlich deutlich zu sehen. Der Effekt an sich sehr schön gemacht mit dem Gold, gefällt mir extrem gut. Also auch mit den Goldtext und so weiter. Vom Artwork her super cool, wie das Schwert hier rausguckt, auch der Schweif und so weiter. Also das haben sie echt, also vom Design her top. Also was Ja. sagst du dazu? Also mir gefällt die auch im Ganzen. Ich muss dazu sagen, ist aber eine persönliche Anmerkung. Also jetzt bitte nicht gleich haten. Ja. Ich weiß, Pokémon wird 25 Jahre. Ich bin seit Anfang an dabei, genauso wie mein Kollege und alles. Aber das Symbol hätten sie ein bisschen kleiner machen können. Das Symbol, das verstehe ich. Da sind sehr viele sauer auch drauf. Mich persönlich, ich habe mich damit abgefunden, weil es bringt ja jetzt nicht, sich darüber aufzuregen, weil du kannst sowieso nichts dran ändern. Das Symbol haben sie in den japanischen definitiv besser hinbekommen, weil es nicht so krass auffällig ist. Es ist, ich habe nichts dagegen, dass Sie damit sagen wollen, wir sind seit 25 Jahren dabei oder sonst. Ich meine, wir sind seit Anfang an dabei. Wir haben so Ja, unterstützt, ja. zweifelsohne. Aber wie gesagt, es sollte nicht ganz so krass sein. Also, es gibt Karten, wo dieses Symbol echt nicht reinpasst, auch farblich, Ja, mit diesem das Gelb. stimmt, Und das das ist dann stimmt. so, wo ich so sage,
dezenter. Ja. Manchmal ist weniger echt mehr. So, das war jetzt quasi die bessere Box, die wir gerade geöffnet haben. Jetzt öffnen wir sozusagen die, naja, nicht so begehrte Box, wobei die hat auch ihre Daseinsberechtigung schon alleine Kriegst du wegen auch der. oder soll man helfen? Ja, das Problem ist, ich halte das hier. Ne, mach du mal kurz bitte auf. Daseinsberechtigung wegen der Promokarte, wegen den Coin und wegen der Jumbo-Karte. Und dann hast du ja auch noch einen Ordner, ne, das darf man ja auch nicht Ja. vergessen. Wobei bei dem Ordner sei auch gleich gesagt, Jetzt sagst du, Martin. da gibt es ein Problem. Auch hier haben wir wieder die. Ah, ich mach jetzt mal hier Na auf. klar. Hier haben wir wieder die schöne Stanzung, auf die Genau. der Kollege schon hingewiesen hat. Warte, einmal nochmal drehen. Da war nicht drauf. Genau, mach das lieber so. Genau. Jumbo-Karte. Nee, guck mal, da fallen sie mir raus. War doch schon richtig. Zack. Da. Haben Sie so einen Pasta-Einsatz, ne? Hier sind die Promos. Ja, die ist nicht drauf. Alles gut. Kannst du nochmal drehen? Da müsste sie eigentlich auch rausfallen, oder? Die Promo? Ne, die ist lose. Nee, Doch. die So, so. warte mal. Genau, schmeiß hier einen in den Raum. Ich hab Ich mach dich. mit. So, warte, die gucken wir erstmal zum So. Schluss an. Also, wir haben hier eine Jumbo-Karte. Eine sehr schöne. Groß. Interessant, wie sie hier den Effekt auch mit rübergebracht haben. Stört mich persönlich jetzt nicht so. Ich bin ja Fan von diesen Jumbo-Karten und ich muss sagen, gefällt. Ja, Definitiv. ist ja auch deine, bitte sehr. Okay. Dann, Wir haben denn ja, genau. nochmal diesen Coin. Ja, da ist. Die Besonderheit zu dem Coin ist, was denn aus diesem Paket, Genau. ich lasse mal so ein bisschen glitzern Genau. und der Kollege hängt mal gleich seinen daneben. Also Ich seinen häng mal daneben. sein Also, Coin. genau, die sind von den Minitins. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, wisst ihr Bescheid. Ich finde persönlich das tausendmal besser. Definitiv. Ja. Gehe ich voll mit. Vor allem, man sieht es ja doch im Licht, er hat einen schönen Ja, Regenbogeneffekt. Was ja. bei den anderen echt fehlt. Ja. Aber. Top. Sehr schöner Coin. Und jetzt haben wir diesen Ordner mit dabei. Ja, und da sei dazu gesagt, ja, schön und gut, ist ein schöner Ordner, ja. Aber wir haben wieder Probleme mit den Höhlen. Willst du mal zeigen? Willst du mal raussuchen? Beziehungsweise, warte mal, wir könnten das, Wir haben glaube ja ich, eine, schieb mal rein. wie. Warte mal, ich halte es mal so rein, dass man sieht. Genau. Die passt, also das Es passt, ist echt knapp. aber die Pokémon-Höhlen, Die Höhlen, die man bei den Boxen, die. sage ich jetzt mal, kriegt. Genau, warte, haben wir auch noch da? Hast du welche da? Ja, Da guck zufällig? mal kurz. Genau, da haben wir Das sind die welche. von den Trainern. Von den Trainerboxen, ganz. Genau, Danke, mir fehlt der Elite-Trainerboxen. Name. Alles gut. Die packen wir jetzt hier rein. Ja, warte. Ich muss immer die andere erstmal wegmachen. Dann haben wir ein Problem, weil denn, ja. So, wir halten sie jetzt mal hin, dass ihr es sieht. Dass ihr es seht. Ja. Es ist wirklich Es ist sehr, sehr, arschknapp. ja, es ist wirklich sehr Und ich knapp. muss sagen, von diesen Trainerboxen jetzt, also von den Celebration-Boxen, sind die Hüllen noch relativ knapp. Also wenn man ältere Boxen nimmt, Ja. die fallen um einiges größer aus. Genau. Ich würde Da. jetzt gerne mal kurz gucken. Warte mal, ich glaube, ich Nimm mal habe den nämlich mal noch mit. welche von den älteren Boxen. Hier, auch hier haben wir wieder eine Beschreibung. Pokémon Prime Primus. So, Primus. Zur Seite. Weg mit dem Plastik. Weg damit. So, schauen wir uns mal die Promo an. Auch wieder sehr schön gemacht. Ja, auch hier leicht Silber-Gold drinnen enthalten, goldene Schrift. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass die da sich entschieden haben, eine goldene Schrift zu nehmen. Aber ja, ist Geschmackssache. Trotzdem eine sehr schöne Promo. Kann man nichts anderes dazu sagen. Also wir haben jetzt hier, Ja, halt mal mache nach, ich. wir haben jetzt hier diese Evoli-Hüllen. Da Ja. hat man jetzt schon Probleme, die ordentlich reinzukriegen. Das geht relativ. Das Schmeiß mache ich weg. runter. Jojo, schmeiß weg. Und man merkt jetzt schon, es wird knapp hier, Heike. Ja. Also es ist wirklich, und da finde ich es ein bisschen schade, dass der Ordner wirklich so knapp bemessen ist. Also ist wirklich extrem knapp bemessen. Man sieht es hier, ich weiß nicht, ob man sich sieht, wie schon die Ecke an dieser Naht schleift. Also zu oft raus und rein ziehen sollte man die Hüllen definitiv nicht, weil dann geht der ganz schnell kaputt. Ist aber trotzdem an sich ein schöner Ordner, ja, für so, keine Ahnung, für
Karten, die man vielleicht tauschen will oder Tauschen so, ist müsste. es, reicht es aus. Aber Ja. für alles andere Oder ich würde ich sag mal, euch das sind nicht wir ganz ehrlich, wenn empfehlen. du Anfänger bist. Ja, oder Anfänger. Du bist jetzt, du fängst gerade erst damit an, ist ja egal welche Altersklasse, Ja. du freust dich über den Ordner, Genau. definitiv. Ja. Du hast erstmal einen Ordner, deine Karten einzulagern, alles gut Genau. und schön. Aber soweit du sagst, du willst mit Doppelsleeves anfangen oder sonstiges, um die Nee, Karten dann. ordentlich zu schützen, hast du ein Problem. Ja. Hupala. So, genau, das waren jetzt die zwei Celebration Booster drin und einmal Farbenschock mit Celebi Cover. Und jo, dann habt ihr mal den Inhalt gesehen. Wir werden jetzt mal kurz auf Stopp machen, alles öffnen. Die Booster schön verteilen und Genau. dann werden wir die hintereinander öffnen. Genau, dann sagen wir mal gleich bis gleich und jo. Genau, los geht's. Jo. So, da sind wir wieder, haben alles geöffnet von den Boxen her und das ist ein schöner Anblick, Leute. Das sind, oh mein Gott, das sind einfach mal 16 Booster von Quasi Celebration. Celebration nur? Genau, das sind jeweils zwei Farbenschock und zwei Kampfstile. Na gut, ich habe auch noch drei Farbschock und einen Kampfstil. Genau. Wir haben die ein bisschen aufgeteilt, damit ihr die gleiche Menge habt. Genau, Nicht wundern. richtig. Genau, und jetzt machen wir mal hier. Wo wollen wir anfangen? Naja, wir machen auf jeden Fall erstmal die Randoms. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Das sind deine, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das müsste gleich 4 sein, genau. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit. Ich Farmshock an. Komm. Farmshop? Okay. Ja, ich fange an, würde ich sagen, Ja, weil ich mach jetzt einfach alles mal gar kein so Ding. egoistisch bin und einfach sage, ich fange an. Eine So. Regel. Codekarte weißt du Bescheid. Einmal wegziehen bei den normalen, dann einmal umdrehen, ne? Genau, dann vier Karten nach vorne und dann Blitzenergie. Oh, Glutexo. Ja. Waschenergie. Schwalboss. Wuffels. Voltoball. Nikado. Den finde ich gar nicht mal so verkehrt. Den kann ich nicht aussprechen. Palim. Palim. Palim, Palim, Palim. Palim. Ach Einfach so. Palim, Palim. Palim, Palim. Rilo. Ein Reverse Blanas und ein. Oh, unser erster Holo ist ein Duraludon. Ist überhaupt nicht mein Fall. Mag ich überhaupt nicht. Also, Ich habe das ja das ist. Let's Play gemacht von Pokémon Schwert oder Ja. Schild, eins von meinen, auf meinem Kanal zu finden, wie auch immer. Ja. Ich muss sagen, das Vieh war scheiße anstrengend. Echt? Vor allem in der, wo denn der Gegner das hier zu VMAX oder Ja, genau. Dymaxing gemacht hat, weißt Ja. du, der im Spiel. Ich habe mir ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Ich habe es dann hinbekommen, aber ich habe mir die Zähne ausgebissen. So, einmal in die Kamera, genau. So, ich komme mal in die Kamera, nehme Genau. die erstmal weg. Genau, einmal drehen. Ja. Einmal drehen. 1, 2, 3, 4. Ja. Irgendwann kriegen wir es doch mal hin hier. So, wir haben erstmal Energie und ich Ich glaube, ich habe habe. schon gespoilert. Ja. Diesmal darfst du den ersten Hit richtig zeigen. Aromaenergie. Das Das ist ist gut. selten, oder? Dass ich mal zeigen darf, zuerst Ja, den Hit. Also, ja. ich fühle mich gerade echt geehrt. Otaro. Otaro, das ist ein So geiles ein Vieh. süßes Pokémon, wirklich. Ein Artwork, was mir nicht ganz gefällt von ihm. Sieht aus wie eine Sidende. Knetfigur, Alter. Ein Fritzeblitz. Unser erster Hit Was ist hast du? Was hast du? Komm, sag mal. Trainerkarte, sage ich. Trainerkarte, ich sag Pokémon. Ja, dann gucken wir mal. Ich geh weiter. Ich sag irgendwas Kreatives. Oh. Doch, es ist was Kreatives. Zarode, oh mein Gott, wie. Ja, cool. Aber es ist halt ein Hit, Hit ist Hit, jo. Zarodon, also ich spiele selber grün, blau in einem meiner Decks. Und ich habe ihn zweimal drin. Einfach wegen dem Energie zusätzlich Sogar anlegen. ihn halt, ne? Naja, Ja. um die Energie zweimal zusätzlich anzulegen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr so das Celebration-Set findet. Ob ihr damit zufrieden seid oder ob ihr da irgendwie was anderes erwartet hättet. Also ich muss sagen, für mich persönlich jetzt von Celebration, mir gefällt es sehr gut. Also, dass komplett alle Karten in Foil sind, halt, ist super. Blitzenergie, Aromaenergie, Seida, Felino, Yanma, Schwalbini, Wuffels, Voltoball. Dann die Reverse Regirock und unsere Rare ist Er ist auch, Regulus. warte, gar nicht so schnell weghauen. Listiger Ersatz ist extrem mies. Okay. Hat jeder Unterstützerkarte auf der Hand deines Gegners den Effekt, ziehe drei Karten. Lol. Okay, das ist echt stark. Ich Das mag das ist. Vieh. Das ist Ja. so eine Blockade für den Gegner. Man muss ihn erstmal natürlich,
aufs Board kriegen. Ja, klar. Aber wenn er liegt, ist es eine Blockade. Ja. Also mit dem Stamp, ja, kann ich verstehen, dass einige damit Probleme haben wegen dem Celebration Set. Jetzt nochmal zurück. Kann ich verstehen, weil, wie gesagt, das Japanische haben sie definitiv besser hinbekommen. Aber ist ja bei den japanischen Karten immer so eigentlich, dass die japanischen irgendwie besser sind als jetzt die europäischen oder, na ja, gut. Jetzt war es drin? Ja, war jetzt nee, er war nicht drin. Doch, er war doch, nicht doch, drin. Doch, nein. So, den geht auf Dabons Nacken. Ja. Er war aber nicht drin, das ist dir klar, oder? Ich habe extra zur Seite nicht gehalten, aber na gut, du wolltest. Ich habe gesehen, ist aber kein Problem. So. Ja, die japanischen Karten sind halt schon bei weitem. Ich weiß noch, wo damals diese Energie rauskam. Metallenergie? Zweite Generation. Ja. Erste die Neon-Generation. Erste Pokémon. Ja. Kartenedition, wo denn Metall gab. Mhm. Die war scheiße selten. Ich weiß. Und jetzt hast du sie mittlerweile so oft. Ja. Ekelhaft. Ja. Ah. Ja, okay. Ja. Aber ganz cool finde ich, bei Pokémon Schwert und Schild kann es passieren, dass das Vieh, wenn du es rufst, einen Pikachu im Maul hat. Geil. Total geiler Funfact. Also. Schwalbini, Hornlio, WhatsApp, Pampoli, Pepek, Zebritz, It's Reverse und... Ach, ah, nochmal ihn. Noch warum nicht? Wir haben schon fast ein Playset. Fehlen uns nur noch zwei. Blockieren wir einen Gegner, macht auch Spaß. Ja. Ja, also du spielst grün in Zukunft, ja? Ja, klar. So, Kampfstile, ein Set, was sehr, sehr, sehr unterschätzt ist. Auch total unbeliebt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es gibt so starke Karten in diesem Set. Also generell muss ich sagen, Schwert und Schild. Egal welche du nimmst von Schwert und Schild, ob Farbschock ist, ob Kampfstile ist und wie sie alle heißen. Sehr spielstarke, finde ich. Es war eine sehr starke Edition. Definitiv. Und schöne. Also ich finde die nicht schlecht. Ganz ein paar Pokémon fehlen mir. Was zu Favoriten für mich sind einfach nur. Ja. Fokussierter Angriff Energie. Dann fokussierter Angriff Spottrolle. Quabbel. Trogosso, guckt euch mal dieses Artwork an. Ich meine, das ist doch schon schön gemacht. Da fand ich das gut. Sorry, hat jetzt nichts damit großartig zu tun. Aber ich habe letztens eine Fan-Theorie gelesen, dass das gar nicht Trogosso sein Kind ist, also beziehungsweise, sondern ein Glumanda. Aus dem einfachen Grund, nimm die Karte nochmal zurück. Ich muss jetzt einfach dazwischen funken. Sorry, Leute. Ihr könnt mich dafür hassen und haten. Nein, alles gut. Aber wenn du Glurak dir anguckst und den Schädel angucken würdest, Glurak hat die zwei Hörner. Stimmt. Lol. Ah, das ist ja geil. Und dementsprechend gibt es die Theorie, das ist ein Glurak-Schädel. So, pass auf. Dann packen wir den mal zur Seite. Wir entdecken Pokémon immer wieder neu. Ob Kramwuchs was rauskommt, als ist eine Reverse. Andere Sache. Und unsere Rare ist Vivillon. Ah. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Obwohl, ey, stimmt, du hast recht. Das ist krass. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Heftig. Erstmal bist du da neulich aufgefallen. Ich bin gewesen seit der ersten Sekunde dabei. Also. Ja. Hm? Ja. Krass. Ich fand man die kann immer wieder ganz geil. Ja, man kann immer wieder ich was halt Neues. Ich halte kurz raus, um die Karte zu öffnen. Ich hätte es reinhalten können, weil diesmal ist es richtig gemacht. Nö, alles gut. Schönes Glumanda. Kein trauriges. Ich mag das traurige nicht. Doch, du kommst damit klar. Alles gut. Na, wie ist da? Du hast wieder Metallenergie. What? Ja, ich bin eben eisern. Böhnen. Geil. Eine Karte, die nervt. Online nervt die. Tentakel. Oh, schön. Schön Glumanda. Einen Knet. Schwalbini. Ja, es ist nicht so mein Fall, diese Knetdinger. Nee. Knet und diese Strickviecher. Boah. Ja. Überhaupt nicht mein Ding. Ja. Mhm. Wow. Doch. Also die Hits sind momentan eher so semi-geil. Aber ich habe aber Metagross ist geil. Ja, Metagross als ist Pokémon cool. Ist es einfach geil. Ja. Ja. Ob es jetzt eine gute Karte ist, eine andere Sache, aber als Pokémon von Design. So, das letzte Warte mal, Kampfstil. Ich muss jetzt kurz von meiner Seite. Bei Nintendo GameCube, Pokémon Stadium... Doch, Pokémon Stadium hieß das, oder? Pokémon Stadium, ja. Wo du gegeneinander antreten konntest? Nee, das war N64-Zeiten. Ja. Oh. Kolosseum. Kolosseum. Danke. Pokémon Kolosseum. Da konntest du ja vom Gegner was einen Pokémon ergeben? Klauen. Mhm. Und das erste Pokémon, was ich echt geklaut habe, war Metagross. Das war es mir wert. Simon, komisches. Also,
Was haben sie da mit dem Der Pokémon Artwork gemacht? ist aber gar nicht neu. Das ist sehr Ja. alt. Du hast hier die Angelrute. Er muss dir vorstellen, die Angelrute geht hier weiter. Hier kommt das Seil von der Angelrute, da dran hängt ein Ach, stimmt, Pokéball als genau. Köder. Genau. Menki. Latantiri, Zentek. Oh, Shinox. Xiao. Reverse Palim, ist Palim. Palim Palim. Eine Flasche Pommes Oh Frites, bitte. Und mein wunderbar. Gott, das meine ich. Das sind Das wir. meine ich. Es gibt schöne Karten in diesem Set und das Definitiv. wissen so, also das wissen die meisten gar nicht, weil die sagen, nee, fließender Angriff will ich nicht, kein Glurak. Interessiert mich nicht. Aber guckt euch mal diese Karte an. Ich will jetzt mal bitte eure Meinung wissen. Jetzt wirklich, seid mal so ehrlich und schreibt mal jetzt von 1 bis 10. Wie würdet ihr diese Karte werten jetzt? Von der Dynamik her, vom Artwork her, vom Stil her. Schreibt es mal bitte wirklich rein. Es ist. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Also, Ja? ich sage jetzt mal so, von der Dynamik her auf jeden Fall schon mal eine 10. Einfach aus dem Grund. Dynamik bei Bildern heißt, wenn das Bild lebendig aussieht. So, und wir haben hier, und das ist immer so, diese Konstellation. Ich nehme jetzt mal Dragosso wieder dazu. Wir haben es ja hier oben liegen. Dragosso ist rein sehr einheitlich. Es ist eine stille Pose, alles ist gleichdimensional. Hier haben wir eindeutig, wenn wir jetzt die Beine angucken, um einiges vergrößert im Gegensatz zum Unterbau. Das heißt, da ist eine Bewegung im Bild. Das ist keine Asymmetrie oder sonstiges, das ist einfach Bewegung. Und Dynamik ist bei Motiven sehr wichtig. Finde ich auch. Also ich finde die Karte wunderschön. Ist so, ich Darum, freue mich sehr, dass wir einen schönen Hit haben, ich jetzt liebe doch diese noch. Dinger. Ja, ich auch. Und zu dem Thema fließender Angriff und das Gegenstück, ich komme nicht drauf. Fokussierter. Fokussierter Angriff sind schlecht. Also ich muss sagen, online habe ich letztens im Turnier im Finale einen gegen mich gehabt. Es war nicht lustig. Es war echt nicht lustig. Ich wusste auch nicht, wie ich dagegen ankommen soll. Ja. Also wer clever ist und sich da ordentlich ein Deck draus baut, auf dieses Thema basierend. Weil das Problem war so, wie er mir, der hat mir pro Runde 60 Schaden nur gemacht. Das Problem war, jedes Pokémon auf meiner Bank hat pro Runde 30 Schaden nochmal oben drauf bekommen. Ja, moin. So, und das ist dann irgendwann so eine Nummer, wo du sagst, toll, für was soll ich das Vieh noch rauslegen, wenn es sowieso Ja. schon halb tot ist. Ja. Genau, super. Wasserenergie, nice. Eine Wasserenergie, mal was anderes bei mir. Uff. Wie? Boah. Wieder ein Einer Segen. der Ja, hässlichsten, das der ist. hässlichsten von allen. Ganz im Ernst, Kniefisch. an den Designer, bitte schieß dir ins Knie und kündige den Job, ganz im Ernst. Ja, sehr bunt, ja. Ach, Schlurp. Das haben sie schön gemacht. Kramox. Ameise. Ich gehe mal mittig, obwohl ihr lest es schon. Finde ich auch nicht schlecht, Galalamos. ja. Ja, okay. Ist ein schönes Artwork. Doch, kann man. Doch, kann man. Muss man nicht, aber kann man. So, du darfst zuerst Celebration Ich öffnen. dachte. Ja. Oh. Wie nett von dir. Ja, ich weiß, so bin ich. Nachher kriege ich wieder einen Nackenschlag oder so, keine Nee, Ahnung. Quatsch. Na, die lassen wir da noch liegen. Das ist ein schöner Hit. Den ersten seht ihr jetzt gleich. Ja, das kann man auch nicht verbergen. Also, wie gesagt, die hintere ist ja quasi die Codekarte. Hoho. Klassisch. Noch ein bisschen, Geil. genau, so, ja. Zweite Generation. Nimmer. Nehmen wir mit. Cosmo Wurm Er sagt es mit schon. Lilly. Schön. Also ich finde es sehr interessant. Die ganzen Entwicklungen haben sozusagen eine Geschichte auch, die mit Lilly halt verbunden ist. Ist ja auch klar, ist ja auch ihr Pokémon. Und ich finde es halt auch schön, dass du halt auch siehst, hier ist sie noch relativ jung. Ne? Und was mir aufgefallen ist vorhin, ich habe die Karten heute das erste Mal gesehen. Robert hat sie mir ein bisschen gezeigt. Und es gibt ja auf YouTube auf jeden Fall den Pokémon-Kanal, wo immer so Kurzgeschichten erzählt werden. Momentan ist es Evolution. Ja. Und die letzte Folge, die ich geguckt habe, drehte sich wirklich um dieses Pokémon. Und ich habe diese Bilder gesehen und geil. Ich Schön, finde es ne? cool, dass Ja. echt das so abgestimmt ist von den Machern, Ja. dass das so zusammenhaut. Lugia gleich hinterher. Passt zu Hoho. Die beiden gehören zusammen. Surfen ist Und ein Pikachu. Surfer Pikachu. Sehr schön. Geil. Super. Einfach Einfach so, geil. einfach, genau. Einfach liegen lassen. So, genau, perfekt. Werden wir nachher eins lieben. So, dann öffne ich mal mein erstes surfendes Pikachu. Sehr süß gemacht. Und nicht zu unterschätzen. Also Also, die Surfende. 150 Schaden für gerade mal 3 Wasserenergie ist schon nicht schlecht. Also,
Finde Aber ich hatte letztens online ein Deck, was genau auf dieses Surfner und das Luftballon Pikachu und das VMAX Pikachu aufgebaut hat. Und es war böse. Also, sagen wir das Pikachu nochmal. Ich war zu langsam, sagen wir so wie es ist. Ich war einfach zu langsam, um gegen das Deck anzukommen. Da kurz, ich werde auch kurz hier die Codekarten weg. Dazu muss man nur sagen, ich bin auch ein Fun-Spieler. Also jetzt bitte nicht jetzt irgendwie sagen, was ist los mit ihm? Was ist los mit dir? Gibst du keine 5000 Euro im Monat aus, um die besten Karten zu haben? Nein. Nein. Ich spiele aus Spaß an der Freude. So, super. So. Krishiram. Mhm. Palkia. Oh, jetzt habe ich ein bisschen. Oh, Rocket Zapdos, das ist unser erster Hit. Schön. Nimm mal. New. Ja, ich liebe das New. Das war schon. Ich liebe New. Ja, ist ja auch ein schönes Artwork. Ja. Das ist erst der erste Hit. Ich gehöre auch zu den Leuten, die einfach den Film kennen. New gegen Mewtwo. Ja, also wer den nicht kennt, selber schuld. Ne? Also, es ist lustig, du hast viele Streaming-Anbieter heutzutage, die wirklich viele Pokémon-Filme auch anbieten. Aber New gegen Mewtwo und Pokémon 2 und Pokémon 3 fehlen bei den meisten. Komisch, oder? Und ich habe auch so das Gefühl, sie gehören nicht mehr zum Kanon. Leider Gottes. Ja, stimmt. Leider. Grodon mit Team Magma. Im Motiv drinne. Ja, Team Kyogre. Aqua auch gleich wieder Motiv mit drinne. Und Mew. Und Mew. Mew, Mew, Mew. Obwohl ich sagen muss, also ich habe ja hier eine ganze Menge von den Pokémon-Filmen da. Ich muss sagen, Pokémon 1, 2 und 3 waren immer noch die besten Filme. Auch wenn sie nicht mehr zum Kanon gehören. Ja. Ich mochte diese Filme ungemein. Vorher fand ich ganz cool, wenn du damals im Kino warst. Auf den DVDs ist es glaube ich auch mit drauf. Du hast diese Pokémon-Ferien-Kurzfilme mit drin. Ich liebe es. Die sind süß, ja. Kennst du jetzt? Von Pokémon Snap kennen wir sie auch. Letztes Pokémon war schon fotografiert. Jetzt habe ich gespoilert. Ist mega. Und ein Knackrax. Schön, 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 schön. Oh, das ja super. Alter. Geil. Also, haben wir wieder was. Dieser Hit ist besonders wichtig für mich, weil... fehlt ihm noch. Genau. Fehlt mir noch. Knackrack. C, Level X. Schön. Gehört also vier, ich will zu den Drachen-Pokémon mit dazu? Ich bin nicht allwissend bei Pokémon, um Gottes Willen. Ich glaube, es ist eins der Drachen-Pokémon. Nee, das war ja dein Haufen. Ich wollte jetzt schon was stiftzen weiter immer auf. Ja, es ist nichts Neues bei ihm. Er bedient sich da, wo er hingreifen kann. Das ist so beim Essen, man sollte einfach Füße und Hände vom Tisch weit entfernen, weil ansonsten werden die abgebissen. Hier weiter. Kyogre. Oh mein Gott, ein Bisaflor. Was? Das ist mein wichtigstes vergessen. Oh mein Gott. Aber ein Professor? Oh mein Gott. Besser sagt Forschung als des Professors. Und ich muss sagen, eins der geilsten Artworks. Überhaupt. Finde ich absolut geil. Ich hoffe. Was mir total gefällt an diesem Artwork. Kannst du jetzt schon mal nehmen? No. Wir hatten die Karte kennen viele mit verschiedenen Artworks. Aber dass dieser Arm hier raus reicht und hier unten weiter kritzelt. Das ist so geil. Es ist genial. Ja. Es ist einfach geil. Und vor allem auch, dass die sich jetzt halt auch dafür entschieden haben, weil ich. Das ist dynamisch, das sieht gut aus. Es ist wie ein Artwork, was das ist spielbar. Genau. Ich bin ja da. Gut. Und solange gucken wir uns nochmal Bisaflor an. Also ist ja natürlich auch Original-Artwork angelehnt halt, ne? Finde ich auch sehr schön. Der Stamp stört mich jetzt hier nicht unbedingt. Oh. Obwohl, nee, das gehört zu dem Effekt. Ich dachte, hier wäre schon irgendwelche Printlines, aber Gott sei Dank nicht. Na dann, schau mal. Ich habe jetzt mal aus meinem Deck. Forschung des Professors rausgesucht und diese. Ja, mein Welt. Wenn ihr beide Artworks wirklich mal vergleichen, ganz im Ernst, diese Karte ist um einiges geiler. Ja, sehe ich genauso. Es geht mir gar nicht um den Charakter. Charakter ist Geschmackssache. Kommt drauf an, mit welcher Generation man groß wird. Wir kommen sowieso von der ersten Generation, darum ist Professor Eich für mich einfach ein Nonplusultra. Aber einfach schon, weil die Dynamik da ist, weil es aus dem Artwork rausreicht. Richtig. Und ich wünsche mir wirklich in Zukunft für Pokémon mehr solcher Karten. Man muss nicht das Bild auf dieses Viereck unterstufen. Genau. Sie haben es schon oft genug gezeigt, dass Pokémon das kann. So, dann öffne mal dein Pack, bitte. Ich weiß, ich laber wieder viel zu viel. Nein, alles gut. Es ist gut. Ist doch schön. Ja, ich mache die immer verkehrt. Also, ihr seht immer, wenn wir gleich das erste Vieh. Sekron.
Noch ein bisschen weiter zu mir. Ich komme ja weiter zu dir. Dann haben wir Cosmov. Cosmorum, ja. Irgendwie so in der Richtung. Ja. Und Ceras und. Sascha. Sascha, nochmal. Sehr schön. Sehr schön. Zweimal Sascha, zweimal surfendes Pikachu. Jetzt hauen wir noch zweimal Luftballon dazu und dann ist okay, oder? Oder Mudded Max. Oh, das ist ja krass. Das ist ja cool, ja. Weil das fehlt mir auch noch. Also von den ersten 25 Karten fehlt mir das Shining Mew und das surfende Pikachu V-Max. Kyogre. Cosmog. Ah, ja, schön. Lepomentas und ein Base Pikachu. Mit dem allerersten Artwork. Schön. Weil es bei Pokémon Karten 20 Card Game. Und ich finde es auch sehr schön hier mit Traubi. Ich bin auch so geil. Aber mit ihr Traubi wisst, was ich meine. Und mit Paras. Ne? Parasia. Parasia, genau. Da haben sie sehr schön gemacht. Also das ist wirklich ein sehr schönes Artwork. Und wer jetzt sagt, Pikachu ist fett, nein, es sah wirklich damals so aus. Ja, richtig. Es ist eben, damals war Pikachu eben die kleine Elektro, die kleine pummelige Elektromaus. Ja, Maus, richtig. Im Anime selber, diese dynamische Form hat es erst mit der Zeit bekommen. Ja. Auch, dass die Zacken spitz sind, der Schwanz spitz sind und. Es sind einfach noch oldschool. Na, auf jeden Fall. Und ich glaube, viele würden heutzutage, wenn sie Pokémon Rot oder Blau spielen würden, die Pokémon nicht wiedererkennen. Das oder, stimmt, ja. Obwohl man da sagen muss, da waren noch einige Designfehler mit dabei. Die Weiterentwicklung, war nochmal Zubat und wie hieß die Weiterentwicklung? Golbat? Golbat, mit seiner riesen Zunge, die er nie hatte, die aber im Spiel vorkam, also. Ja, schöne Zeiten. Ja. Sehr schön, Salgoleo. Hatten wir dieses Mal auch noch nicht, ja? Bisher wenig. Ich glaube, da hatten wir schon, ich bin mir nicht sicher, ist egal. Cosmog. Oh, wir haben hier wieder einen Hit. Oh, falscher Professor. Eich, was ist denn hier passiert? Gehört das zum Artwork? Nee, der schwarze Punkt gehört nicht zum Artwork. Scheiße. Das ist schade. Ja. Aber der falsche Professor, auch eine Karte. Sehr, sehr alt. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz auf Stopp machen. Bin ich... So, da sind wir wieder. Genau, so. Du, falscher Professor war das letzte. Genau, leider mit einem leichten Reprint. Da ist irgendwie schwarze Farbe mit in den Druck gekommen, der dann nicht gehört. So. Wir haben ein Hoho, ein Palkia, die Alka und ein V-Max. Ja, geil! Nice! Wie schön. Geil! Das genießen wir kurz. Ja, warte, das machen wir auf jeden Fall. Das muss ich sofort einziehen. Er siehst du kurz ein, natürlich. Macht Sinn. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Dieses riesendicke Pikachu mit den Luftballons und danach zu das es ist geil. Das ist so cool gemacht. Ich liebe diese Karte, die ist so cool. Jetzt hast du die auch. Ja, nice. Super. Ja, jetzt fehlt nur noch das Mew. Dann habe ich die ersten 25 wenn Karten wir komplett. Jetzt ziehen, dann ist doch. Das wär schon oberste Sahne. Also. Obwohl, es gibt noch eine Karte, über die ich mich noch sogar noch mehr freuen würde. Es wird so anspruchsvoll, das ist ja klar, oder? Ja. Die Alga, die Shiram und das Mew. Das Mew. Und zwar wäre das Space Glurak. Ja, okay. Also das wäre schon. Aber das ist einfach so Kult. Sind wir mir ehrlich? Ja, aber so Kult. Das Problem ist, ich habe halt noch nie irgendwie einen Glurak gezogen. Ne? Ich habe ein einziges Glurak damals gezogen, das war von Team Rocket in Base. Ah, schön. Mhm. Donphan. Und wir ein Mew. Ja, schön. Legen wir hier mit dazu einfach zu den anderen und dann ist gut. Genau. Donphan. Ja, wie gesagt, Team Rocket war das einzige Base Glurak ohne Holo, was ich jemals gezogen habe. Und du weißt, wie lange ich schon Packs öffne. Ich habe halt nie irgendwie eine Art. Ich muss sagen, ich habe ja damals die erste Generation Glurak nicht gezogen. Also die ersten zwei Editionen, wo die ersten jeweils, Generationen vom Pokémon vorkamen. Kyogre und Lunala. Hatte ich komplett als Karten. Oha. Jede Karte einmal. Dazu muss ich sagen, mein Glurak war damals nicht gezogen. Ja. Das war damals angetauscht.
Und ich konnte es mir auch nur antauschen, weil es aussah, als wenn schon eine Dampfwalze rübergefahren wäre. Also es fehlte Farbe, es fehlte alles, es fehlten ganze Ecken. Aber ich war stolzer Besitzer eines kompletten Sets von 151 Pokémon als Kartenvariante damals. Schön. Schön, schön. Da hast du da schon ordentlich gute Anzahl gehabt, ne? Ja. Ja. Von denen dann das komplette Set zu haben, ist auch was Besonderes. Ah, Sashian. Und nochmal Sashian. Also ich glaube, Sashian hat man ohne Ende. Ja. Ja. Ich glaube, ist die meiste. Oh. Diesmal geht's auf deinen Nacken. Nee, warte mal, ist ja gar nicht komplett drin. Ja, ja, habe ich auch gesagt, mir was reingehalten. Ja, ja, jetzt wird er geizig. Ja, jetzt werde ich geizig. So, das letzte Pack für heute von den Celebration. So, Dialga. Cosmog. Turtok, geil. Ich weiß, du hast es schon, aber ich meine. Erwartest du echt einen Glurak hier? Du weißt schon, Turtok ist. Ich glaube, bei allen 66 Packs. Nee, waren das 66 Packs? Doch, 66 Packs drin. Naja, egal. Ich freue mich trotzdem. Du hast ein richtiges Pikachu, Mann. Was willst du mehr? Ja, huhu. Nee, aber ich freue mich trotzdem. Also. Also, ich muss sagen, ist ganz cool. Also, schlecht gelaufen ist es jetzt nicht. Nee, wir haben halt einfach jetzt schon wieder zwei Base-Pokémon gezogen. Von 16 Karten. Ja. Das der V-Max. Darf man auch nicht vergessen. Und du hast hier oben die schöne Kuni-Fokus. Ja. Also generell haben wir jetzt, wir können ja mal die Hits, das sind halt jetzt wirklich die richtigen Hits. Ne? Na und die Kuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hits. Von, also genau die Hälfte. 50%. Ja. Und dennoch Kuni-Fokus ist schon ordentlich, die Anzahl. Ja, und vor allen Dingen, die Base sind auch nicht so oft. Das darf man auch nicht. Die beiden Base sind nicht so oft. Ja, definitiv. Wenn ich überlege, wie viel Booster ich mir damals als Kitty gekauft habe, von meinem hart verdienten Taschengeld. Ja. Und dann warst du froh, so ein Vieh mal drin zu haben. Also wenn ich jetzt von der Reihenfolge von dem, wie oft man was zieht, gehen würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Genau, falscher Professor zieht man auch relativ oft. Also hier, das sind die mit am schwersten, dann kommt er hier, Knackrack, dann kommt er hier, dann Zapdos sieht man relativ oft, falscher Professor auch, Donphan auch und er gehört halt noch zu den ersten 25, deswegen auch relativ oft. Wobei ich hatte den jetzt das erste Mal. Also ich muss so sagen, ich finde, dafür ist er relativ selten. Ja. Der Pikachu V-Max ist echt selten. Ja. Aber trotzdem wunderbarer. Genau. Von der Ausbeute wunderbar. So, ich mache jetzt nochmal kurz Stopp. Weil jetzt kommt noch ein sehr schöner Part, den habe ich beim letzten Video auch schon mit reingenommen und ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir wieder die Sammlung und da machen wir mal gleich das Surfende, fliegende Pikachu. Pikachu V-Max. V-Max, genau. Dann haben wir hier schon alles komplett voll, sieht mega geil aus. Nachbarseite also, sieht genauso aus. So, jetzt haben wir, warte, ich muss hier umblättern. Ich glaube, falscher Professor kommt hinter dieser Floor. Genau. Dazwischen kommt noch der dunkle Garados. Zwischen den Beinen. Genau, das habe ich nicht. So, warte, dann kommt. Knackrax kommt zwischen Luxtra und Domfan. Ja, sieht gut aus. Haben wir auch schon ordentlich viele. Warte, und wir hier, den haben wir noch. Achso, und ihn, ihr kommt vor Luxtra, Lux. Genau, okay. Da kommt er hin. Ja. Wunderbar. Und mir ist gerade was aufgefallen. Wie gesagt, ich kannte die Edition ja bis heute gar nicht. Nee, die Seite ist schon genau richtig. Wir haben hier Basic Pikachu. Diese Karte ist das Besondere. Du kannst den Namen hier eintragen. Ja, das ist Pikachu, ja. Das war damals auch so eine kleine Fun Fact. Also so ein kleines Geburtstags-Pikachu. Ich weiß gar nicht, ob es in einer Edition oder mir ist sogar so, als wenn es damals bei McDonald's oder Burger King diese Karte gab. Kann sein, weiß ich nicht genau, aber eins weiß ich, das war schon ein super geiles Opening und ich bedanke mich recht herzlich, dass du mich unterstützt hast heute in dem heutigen Opening und ich wünsche den Zuschauern noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat es gefallen. Über Support würde ich mich sehr freuen, sei es in Form von einem Like oder ein Abo, kostenloses Abo wohlgemerkt und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Opening. Euer Busy Peon und ciao.